So, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play von mir. Und zwar gibt es seit wenigen Tagen State of Decay im Steam Store im Early Access. Gut, das Spiel ist nicht ganz billig, es kostet knapp 18 Euro. Gibt es schon für die Xbox von Microsoft für 1600 Points. Jetzt hat es das Ganze auch in den Steam Store geschafft. Ja, ich habe mal gedacht, ich muss das einfach ausprobieren, weil die ganzen Rezensionen und alles, was ich davon gesehen habe, ist einfach richtig geil. Ja, es ist halt wieder ein Zombie-Game, aber das ist halt mal richtig gut. Einziges Manko momentan im Early Access bei Steam, das einzige, mit dem man zocken kann, ist hier ein Xbox 360 Controller wird benötigt. Dann würde ich sagen, legen wir mal los. Hier gerade noch mal hin und setze den Sound vielleicht ein bisschen runter. So. Nicht, dass er zu laut ist. Nicht, dann starten wir mal ein neues Spiel. Ja, mal schauen, wie das so ist mit der Steuerung. Jetzt knarzt der Stuhl. Ich bin da so ein kleiner Controller-Noob. Ich will Action. Holy shit, man! Holy shit! Okay, fang schon mal an. Hold on, I'm coming! Dude, I think these guys wanna eat us! Wird mal ein bisschen dunkel. Okay. Ich bin doch so ein Drecksnoob. So viel zu Controllern und ich. Ja. Ich habe gerade die Auflösung geändert. So, da ist es Gamma. Dann wird es noch dunkler. Und es ist heller, heller, heller. Ich mach's mal auf voll. Dann sehen wir mal, ob das so klappt. Ah. You Jetzt okay? ist es doch viel besser. One of those psychos tried to bite me, but yeah. Yeah, I'm fine. Well, we can't just stay out here in the open, that's for damn sure. Ranger Station? Ranger Station. Maybe we can find some help there. But what the hell, man? We're gone 2 weeks and what? Everybody takes up cannibalism? Beats me. B schlage ich zu. Okay. Journal. Dann ist die Map. Journal ist. Wo ist das Journal? Maybe later. Okay, ich bin ein Noob. Ah, da ist das D-Pad. Okay, bla 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 bla. Kann ich durchscrollen. Was richtig gut ist, ich kann oben hier gibt es verschiedene ja, Skills und ich kann das leveln. Also durch Kämpfen und alles, ihr seht da, XP habe ich jetzt ein paar verdient fürs Kämpfen, kann ich besser werden in den ganzen Sachen. Also die Grafik ist ja mal endgeil. Das ruckelt ein bisschen.
Okay, vielleicht hätte man es nicht auf Ultra stellen sollen. Ach, machen wir es doch auf Medium und schauen, was passiert. Jetzt explodiert mein PC. Na? Okay, sieht noch immer alles sehr gut aus. Und jetzt läuft es auch flüssiger. Okay. Zombies, Zombies, Zombies. Hauen wir doch mal hier ein paar Zombies auf die Fresse. Jesus, dude, they're not slowing down. Oh, jetzt habe ich den auch aufmerksam gemacht. Okay, also sehr brutal das Ganze. Und looten kann ich auch nichts. Ja. Nee, da höre ich doch noch was. Da knabbert doch noch jemand. Gehen wir doch gerade mal hin und Bäm! In die Fresse, Junge! Ach, warum soll ich in die Knie gehen, damit ich nicht erkannt werde? So macht das doch viel mehr Hola. Spaß. Shit, these guys look messed up too. Yeah. Stay low and keep quiet. Maybe we can get past them without being spotted. Okay. Dann machen wir das doch mal. Oh, das sind ja mehr. Okay. Okay, sie haben mich nicht entdeckt. Jetzt bin ich versteckt. Obwohl ich nur ein paar Meter neben denen da gelaufen bin. Aber egal. Okay. Soll mir mal einer sagen, wie ich die Kamera wechseln kann? Ach, die Steuerung ist ein bisschen, ja. Ich muss B gedrückt halten, hier laufen und währenddessen kann ich hier mit dem anderen rechten Pad die Kamera machen. Ja, das ist irgendwie. Oh. Okay, ich noob, nehme alles zurück. Ich kann auch einfach B einmal drücken und dann bleibe ich geduckt. Aber das wäre ja zu einfach. Komm, jetzt laufen wir mal. Auf den richtigen Knopf. Oh, da ist doch was. Wendell, start doing an inventory of whatever medical supplies we've got. We're gonna need them. Y. Man, can anybody tell me what the hell is going on? What's going on is there's more of them up here than I expected. We need to sweep the rest of the cabins for survivors. But I've got injured people here I have to tend to. Okay, we'll see what we can do. We will? I appreciate it. There's a water tower out back that has a good view of the campgrounds. Might be worth your while to climb up there and have a look around first. We've got some supplies in the locker over there. Take what you need and stay safe out there. Das nenne ich mal gut. Zombies überrennen alles. Zwei Fremde laufen in ein Fasthaus rein.
Und das Erste, was ich zu hören kriege, hier, nimm, was du willst. Dann schauen wir doch mal, was haben wir da? Will der mich verarschen? Das Ding ist leer. Da ist nichts drin. Oder muss ich durchwechseln? Ah, Waffen, nichts drin. Was ist das? Ah, eine neue Waffe. Und Painkillers. Perfekt. Und jetzt muss ich gerade mal schauen. Damaged. Jetzt habe ich eine schöne neue Waffe. Und die Map. Okay, da ist. Check the cabins for survival and supplies. Okay, und wie zoome ich raus? Ah, okay. Zoom. Wow. Also das nenne ich mal eine geile Map. Ihr seht, wie riesig das Ganze ist und das ist wirklich komplett Open World. Remember to fill your gas tank and your stomach tank and Bronco Gas. Okay. Dann, wir können uns auf einen Waypoint setzen. Jetzt zoomen wir doch gerade mal ran. Waypoint. Okay. Dann gehen wir jetzt mal. Da sehen wir schon auf der Map das grüne Ding. I'm cool with that. Okay. Hey, come here. Oh. Oh. Fuck, 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 fuck. Jetzt Friendly Feuer oder habe ich den jetzt irgendwie? Okay. Ich sollte vielleicht nicht so wild hier rumrennen. Ja. Wenn ich hier wild rumrenne, dann locke ich irgendwie alle Zombies an. Aber ich muss mich erstmal an die Steuerung gewöhnen. Ich habe ja sonst nie so einen Controller in der Hand. LT. 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 Da ist LT. I'm there. Gonna take a look around. There we go. Industrial Supply Store. Was ist da? Campsite. Campsite. Kevin, der sieht ja auch fertig aus, der Typ. Kevin. Noch eine, wer hätte es gedacht? Home. Und Campsite. Und nochmal Campsite. I think Nochmal I've seen enough for now. Campsite. Und überall Zombies. You hear that? Gunshots. Yeah. Guess we're not the only ones having a bad day. Okay, wo kommen die her? Von da unten.
Okay. Ich gehe doch gerade mal hier hin als nächstes. Okay, das war dumm. Jetzt habe ich irgendwie live verloren. Okay, da ist irgendwo ein Zombie. Das ist gerade so dumm. Der lebt noch. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Gehen wir wieder in den Duck-Modus. Im Busch überlauert die Gefahr. Na? Schauen wir mal, was in dem Zelt ist. Okay, das kann ich gar nicht öffnen. All quiet here. Okay. Ist auch toll, wie konnten die hier drin schlafen? Irgendwie gibt's hier gar keine Betten, oder? Da, das ist ein Tisch. Okay, die Leute haben nicht im Bett geschlafen, sondern auf dem Tisch. Auch nicht schlecht. So ein Benzinkanister kann ich dann irgendwie aufnehmen. Da. Eine Petroleumbombe. Hat man als Camper so dabei? Warum auch nicht? Oh, 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 oh. Da sieht mich einer. Komm mal hier. Was da? Bam! Ach du Scheiße, ist der geflogen. Der ist irgendwo da hinten. Ach du Kacke. Tja, Freundchen. Junge, wärst mal nicht so angelaufen gekommen wie ein Großer. So. Dann gehen wir gerade noch da in das Camp. Ich scheiße jetzt einfach mal auf leise gehen. All quiet here. Ich kann die ja eh einfach wegbäschen. Hier kann ich jetzt irgendwas suchen. Yeah. Ein small backpack und eine Knarre. Ich wäre verrückt. Also es ist schon ein bisschen wie DayZ gemacht. Ich finde es aber allein von der Grafik her und von allem richtig geil. Also ihr dürft jetzt nicht nur nach meiner Grafik das Schatten urteilen, weil die sind halt, ja, der PC ist nicht der beste.
So, gehen wir doch gerade nochmal in das Häuschen da. Vielleicht machen wir es diesmal auch leise, dass keiner was mitkriegt. Das ist eine schlechte Idee, oder? Ach, komm her. Okay, das sind noch welche. Oh, Kacke. Ich glaube, die sind alle im Haus, oder? Es darf nicht wahr sein. Die Batterien von meinem Controller geben den Geist auf. Nein! Ja, Leute, ja. Uno momento. Ich muss die Batterien wechseln. Ja, da bin ich wieder. So. Nachdem ich gut 10 Minuten Batterien gesucht habe, leuchtet mein Controller wieder. Ja, davon habe ich den Hund geweckt, der wollte raus, bin mit dem noch spazieren gegangen und ja, eine halbe Stunde später, da bin ich wieder. Ja, wo waren wir? Mitten in der Action. Wie geil ist das? Und weiter geht's. Oh, ich gebissen, ich glaub's nicht. Oh, da ist noch einer. Quiet here. Ich glaube, ich mache am besten mal die Tür hier zu. Weil die sind alle ziemlich angepisst. Noch einer. Okay. Und einen neuen Skin. Ja. Ist das... Ach, das sind die anderen. Ich kann da irgendwie Skills, Fighting, Basics. Press right, Dodge is B to show Zombies. Shove Zombies away. Leaping Attack. Okay. Hier ist nothing left. Ich bin jetzt in dieses scheiß Ding reingelaufen, nur um zu merken, dass hier nichts mehr drin ist. Alter. Okay. Dann gehen wir jetzt mal raus. Und gehen erstmal wieder in die Base zurück. Happy to help. Ja, so viel dazu. Ist das nicht schon Sprinten? LB. Ah. Ah. Okay, wenn man die richtigen Tasten drückt, dann funktioniert da auch wesentlich mehr. Mann, hat der einen Weltkreis. Schatzi, ich bin wieder daheim. Ja, dann
Wie kann ich hier speichern? Okay. Ja, das finde ich irgendwann anders heraus. Ich danke euch fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, es werden auf jeden Fall neue und mehr Episoden folgen. Ja, bis dann, euer P-Lustig-Kräger.